Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir einen Cup, den es am Sonntag gab und ja, den vielleicht der ein oder andere auch gespielt hat, vielleicht auch nicht. Nämlich heute ist noch für mich Sonntag, dementsprechend gibt es noch das Team der Woche, der letzten Woche, soweit ich das richtig errechnet habe. Im letzten Spiel, Leute, was war das? Was war da los? Was war da los? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Und dementsprechend geht's jetzt los gegen Multipair. Und wenn das da jetzt genauso läuft, ey Leute, ich tanze hier La Paloma. Und das steht schon mal auf jeden Fall mal fest. Und das wäre krass. Wir spielen heute wieder mit Matrilen-Trikot. Als letztes haben wir ja mit Werder Bremen-Trikot, aber sowas von gut gespielt. Und heute, ja, wir spielen wieder mit unserem französischen Team. Das hatten wir ja auf Fitness getrimmt. Das heißt es im Endeffekt, dass es heute wieder fit ist. Und wir heute mit diesem Team wieder spielen können. Jo, also, wir haben den Aufstieg im letzten Teil geschafft. Und ich bin also sowas von froh, dass es so passiert ist. Und dass wir auch bald wieder Champions League hier, also Champions League mit dem FC Ingolstadt sehen. Wahrscheinlich ist es deswegen, dass der Wunsch da ist, dass wir hier wieder Trainermodus spielen. Relax! Dass wir uns anderen deswegen noch Champions League spielen und allem drum und dran. So. Ein bisschen hier rum. Na, wir müssen hier oben lang, ne? Ja, wir müssen da oben lang. Wir müssen da oben lang! Nein, wir müssen da oben lang! Ah, schön gemacht. Sauber. So, einmal rum. Genau, so. Und dann jetzt einmal diese Tür hier. Einmal diese Tür hier. Und einmal diese da. Und reichen die Coins für... Da reichen die Punkte für eine bessere Platzierung? Nee, schade. Ja, Let's Play... Let's Play... Entschuldigung. Blubbergei auf 1. Let's play Big Boss auf 4. Mitgemacht haben insgesamt 12. So, also heute Halbfinale. Das Halbfinale dieses Cups. Ein wichtiges Spiel. Multipair, ein Team. Im Endeffekt, was in der Saison... Warte mal. 2011, 2012 französischer Meister geworden ist. Überraschend. Niemand hat damit gerechnet. Danach leider das Team aufgekauft worden ist, mehr oder weniger so von unterschiedlichen Teams. Dementsprechend das Team, ja, als französischer Meister, glaube ich, aus der Champions League direkt rausgeflogen, als Gruppenletzter. Irgendwie war da was. Und ja, seitdem man, ja, einmal Meister, aber nie wirklich Fuß gefasst, dementsprechend immer mal wieder gerne im Mittelfeld gesehen. Man hat aber in den letzten Jahren einfach nichts mit dem Abstieg zu tun. Man hat aber im Mittelfeld so mehr oder weniger seine Punkte. Und halt ein bisschen tragisch, dass es, wie es gelaufen ist, gelaufen ist. Aber ein Team, was man absolut nicht unterschätzen darf. Erst recht, weil sie zwei heftig starke Teams aus dem Turnier rausgehauen haben. Nämlich Paris und Marseille. Paris im Elfmeterschießen und Marseille wahrscheinlich nach Verlängerung. Daher wird das ein richtig heftiges Spiel für uns. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und Schiedsrichter kommt heute aus Italien. Halbfinale. Das ist jetzt nicht irgendwer und gegen irgendwen, sondern Halbfinale. So, wenn wir wirklich so spielen sollten wie in den letzten Spielen, das heißt also gegen Lorient und gegen Gringo, dann wird das wahrscheinlich ein knappes Ding. Aber ich denke mal, das schadet nicht. Ne? Knappe Sache macht spannend und wir sind in Schwarz gedresst. Also gucken wir mal heute, wie das heute aussehen wird. Also unsere französischen Gegner in Weiß-Orange. Ja, hätten wir anders machen können. Ja, Online-Modus wieder abstellen. Im Sinne von, wir müssen jetzt hier nicht nervös sein. Der Gegner merkt das sowieso. Der Gegner spielt ein bisschen anders. Der Gegner spielt eingewöhnter.
Der Gegner spielt ohne große Fehler. Ohne große Fehler. Ohne große Fehler. Schade. Ich wollte schon sagen, und das wäre der Fehler gewesen. Ohne große Fehler, aber da haben sie dann einen Fehler gemacht. So. Jetzt. Ah, schade. Ecke. Ja, hätten wir da noch mit dem versuchen können zu schießen, aber mir war das so ein bisschen zu gefährlich. Dann möchte ich lieber einen Eckball haben. Ecke de Bichy. Ja, schade. Aber der kann wieder von der anderen Ecke kommen. Machen wir aber nicht. Wir lassen ihn einfach mal so rollen. Wir lassen ihn einfach mal so rollen. Im letzten Spiel, im letzten Turnierspiel hatten wir das ähnlich. So einen ähnlichen Fall. Und dann ist er ins Tor gerollt. Ja, der Schuss war vielleicht einfach zu schwach. Der Schuss war einfach zu schwach. Passiert. So, mal gucken. Spielen wir nach hinten lieber. Also, ja, der Cup, die Cups, Kappa. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Cups aussehen. Wahrscheinlich werde ich wirklich dann die nächsten Tage immer mal wieder reinschauen. Bezüglich dessen, ob da jetzt ein guter Cup dabei ist. Wenn ja, dann werden wir den natürlich auch spielen. Die Frage lautet immer nur, wie weit wir kommen. Das ist die Sache. Es ist nicht jetzt die Sache, dass wir irgendwie die Cups spielen oder nicht. Wenn es mir möglich ist, werden wir wahrscheinlich ein paar Cups spielen. Andersrum werde ich dann jetzt sehr viel vorproduzieren. Das ist auch nicht das... Oh Gott, das ist auch nicht das Richtige. Haben wir dann Team der Woche Spiele. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Keeper, schnell, komm wieder. Danke. Keeper soll bitte auch ins Tor. Also mein Torwart. Nicht so wie im letzten Teil der letzte Torwart, der ja irgendwie so die ein oder andere Reise ins Ungewisse hatte. Der hätte auch weiterlaufen lassen können. Das hätte er auch gerne weiterlaufen lassen können, der Schiri aus Italien. Hat er nicht. Ja. Ja, schwach. Der war zu schwach. Der war ein Ticken zu schwach. So, um ihn rum. Also. Schnarch nach ihm. Okay. Ja, das war ein Foul. Ja, ich wollte eigentlich den Ball vorne wegnehmen. Aber irgendwie, ja, ist er dann ins Zweikampf, in den doofen Zweikampf gegangen. Und hat somit ein Foul produziert. Was eigentlich nicht notwendig ist. Das war aber auch ein Foul, Leute. Nicht beklagen, weitermachen. Wir haben nämlich im letzten Teil auch sehr viel Glück gehabt. Dass unserem Gegner nämlich nichts gelungen ist. Das würden wir hier nicht haben. Den Gegnern gelingt eigentlich so gut wie alles dann. Ach Gott. So, und weg das Ding, danke. So, jetzt müssen wir wieder oben. Na, ja. So, hier oben ist keiner. So, jetzt müssen wir gucken, lauf in die Tiefe, ja, na. Wenn du da aber jemanden stehen hast in der Tiefe, geht das natürlich nicht. Dann hast du nicht diese Chance, irgendwie was zu machen. So, jetzt aber. Schön. Dribbling in den Elfmeterraum und da holen wir uns den Elfmeter. Da holen wir uns den Elfmeter. Vielleicht die Chance hier jetzt zur Führung, zum goldenen Tor. Barbarossa, der hat schon mal einen Elfmeter versenkt. Den hier auch. Dankeschön. Yes, Mann. 1:0. Barbarossa trifft. 32. Minute. 1:0. Schöne Sache. Eine sehr schöne Sache. Eine sehr wichtige Sache. Ein sehr wichtiges Tor. Und damit die Führung.
So, wie gesagt, wir dürfen jetzt. Jetzt ist erst das Spiel begonnen, sozusagen. Jetzt heißt das aufpassen. Einwurf, wir gucken uns nicht das Tor nochmal an, das brauchen wir nicht. Aber ihr seht, dass das Matchday-Team auf jeden Fall gut ist. Und jetzt überlegt mal, ihr habt noch, da ist noch ein Nasri dazwischen. Noch ein Griezmann dazwischen. Ja, ja, der verspringt da ganz doof. Noch ein Griezmann dazwischen. Hinten in der Verteidigung haben wir auch noch den einen oder anderen Akteur. Vielleicht lasse ich die Verteidigung auch doch so, weil sie da jetzt eigentlich relativ stabil wirkt. Weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Außerdem für den einen oder anderen, der gerne Statistik führen möchte. Fletcher hat sich verletzt im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Verletzungen das sein möge, aber das ist auf jeden Fall Fletchers erste Verletzung. Aber insgesamt bei diesem Let's Play, welche Verletzungsrate wir haben, weiß ich auch nicht. Das gibt auf jeden Fall mindestens Gelb. Das Foul war unnötig. Gibt er nicht Gelb. Weil er den Ball noch gespielt hat. Ja, okay, er hat den Ball noch gespielt. Er hat den Ball noch gespielt, zählt dann nicht als grobes Foul. Und damit gibt es Freistoß. Freistoß Barbarossa. Ja, geklärt. Versuchen wir es nochmal. Wieder geklärt. Dann hat er wieder geklärt, aber das macht nichts. Solange wir hier die großen Möglichkeiten nutzen. Ah! Ja, okay, der war sehr, 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 sehr durchgewurstelt. Ja. Fehlpass über Fehlpass. Aber komm, Fehlpassquote brauchen wir nicht analysieren! Fast das 2 zu 0. Haben auch schön gemacht im Endeffekt. Ja, schön präzise, aber der Keeper auch schön gesprungen. So, Ecke. Torwart zustellen. Naja. Naja, das könnte eng werden. Das könnte eng werden! Es ist auch eng geworden. Macht aber nichts. Weil wir hier jetzt die Möglichkeit haben! Und das 2 zu 0! Dippeschi! So, und da hat sich dann wirklich jeder Coin gelohnt, oder? Jede Münze hat sich gelohnt. Nochmal einen herzlichen Dank an den Blooper Guy, dass der mir hier geholfen hat, im Endeffekt diese ganzen Spieler alle zusammenzukaufen. Unfassbar. 2-0. Und es ist Halbzeit. Und wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, ins Finale zu gehen. Möglichkeit ist da, aber noch nicht die große Chance. Die Möglichkeit bislang. Die Möglichkeit bislang. Es ist noch nichts, noch gar nichts klar. Wir haben mehr an allem. Ja. Und dieses mehr an allem müssen wir jetzt auch weiterhin in dieser zweiten Halbzeit zeigen. Ja, das war ein Foul. Schiedsrichter lässt es gewähren, das ist nett. Das lässt er auch gewähren. Nette Geste. So, aber das braucht er hier nicht gewähren lassen. So, jetzt müssen wir gucken. Ein Doppelpassspiel nach vorne kommen wir nicht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Zeit. Die Uhr schlägt für uns. So. Flanke kommt. Das Flanke sehr unpräzise. Sehr, sehr unpräzise. Und dementsprechend leider der Ball ins Aus. Ja. Nicht so gut.
Ja, vielleicht nein. Ich glaube, ich muss auch gleich einen Hustenbonbon mal wieder einnehmen. Und kein Elfmeter. Schade. Hätte Fahrradkette. Hätte er machen können. Hätte er machen können. Einen Elfmeter geben. Ja, hat er nicht, weil er eben einfach wahrscheinlich die Situation gesehen hat, als der Schuss ist als Schuss abgegeben worden und dann passt er schon. Wechsel bei unseren französischen Gegnern. Schade! Keeper bleibt nicht zu null. Martin trifft. So, Spiel ist wieder offen. Spiel ist wieder offen. Jetzt ist wieder alles da. Martin trifft. Und genau das ist eben manchmal auch der Punkt, der Punkt ist. Eine Verteidigung funktioniert eigentlich. Eigentlich. Aber irgendwie war das jetzt nicht der Fall. Ja, der Keeper kommt da jetzt nicht ran. Er hat wahrscheinlich ein bisschen gedacht, dass der Ball höher geht. Dann mache ich dem Keeper jetzt auch keinen Vorwurf, wirklich nicht. Er hat bislang glänzend gehalten. Und der hat da wirklich glänzende Arbeit geleistet. Und das kann mal passieren, dass der Ball ein bisschen tiefer geht, als man dann selber erwartet und errechnet hat. Und ja, und dann kassierst du halt ein Gegentor. So, Monty Pay ist wieder im Spiel. Das ist natürlich schlecht. Weil die jetzt ja faul spielen bestimmt. Ja. Nächster Freistoß. Freistöße natürlich nicht gerade unbedingt die beste Option für uns. Denn dann passiert genau das. Ich habe es noch gesagt. Ich habe es noch vor einigen Tagen gesagt. 2-0, da hast du nichts gewonnen. Da hast du nichts gewonnen. Überhaupt nichts. Doppelschlag Martin. Und das per Freistoß. Und das ist eben gerade mein großes Problem momentan. Die Freistöße sind einfach, ja, kaum zu verteidigen. Multipair ist zurück im Spiel. Und das innerhalb von, weiß ich nicht, 15 Minuten. 15 Minuten hat es gebraucht. Und dafür haben wir das Tor jetzt geschossen. Dankeschön. Dankeschön. Führung. Ein Sololauf hier. Einen Sololauf hat er gemacht. Einen schönen Sololauf und damit führen wir wieder mit 3 zu 2. Das Spiel ist wieder auf unserer Seite. Das Spiel ist wieder auf unserer Seite. Wir sind wieder in Front. Also, das Multi-Pair-Team, das darf man hier wirklich nicht unterschätzen. Und wir sollten es vermeiden, schnurstracks vermeiden, hier einen Freistoß irgendwie zu kassieren, weil die können das. Anscheinend haben die richtig gute Spieler, weil man dann hier super schön Martin in Szene setzen kann. Freistoß. Ja, ich hatte überlegt, ob wir den jetzt irgendwie abspielen. Aber das machen wir nicht. So, Freistoß direkt. Versuchen wir es direkt? Nein. Den kriegt er. Den würde er direkt kriegen. Ah, Mann! Der hat außer Drehung nicht richtig zu Fuß bekommen. Hat er aus der Drehung nicht richtig zu Fuß bekommen. So. So, gehen dazwischen. Ah, kein Foul. Nächste Chance hier für die Franzosen. Gut geklärt. Sehr schön gemacht. 20 Minuten haben wir noch. Dann ist das Spiel vorbei. Hoffentlich. Ja, da ist keiner mehr. Ich hab nicht aufs Radar geachtet. Foul, ja, Freistoß. So, Wechsel. Sehe ich jetzt hier gerade den Wechsel? Ja, Martin verlässt den Platz. Warum? Man of the Match bislang, Martin. Das darf man so sagen. Warum man den dann auswechselt, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde dann nicht den Man of the Match auswechseln. Alleine wegen des. Ja, schön gemacht. Schön drüber gesetzt.
Also, Martin verlässt den Platz. Vielleicht eventuell sogar ein Neuzugang für uns. Eventuell können wir überlegen, Martin nochmal zu kaufen. Denn da haben wir das Ding. Da haben wir das Ding. Eine Brian trifft. Dankeschön. Jubeln, aber sowas von gepflegt. LeBron Nummer 10 trifft, sehr schön, Führung 4-2 und damit sind wir wieder in Zweierfront. Und damit sind wir im Zweierfront, es ist nichts gegessen, gar nichts, überhaupt nichts, es kann noch komplett nach hinten losgehen und das muss auch jetzt so akzeptiert werden. Das muss genauso akzeptiert werden. Wir können noch theoretisch hier das Ding verkacken. Wir haben wirklich jetzt noch die Möglichkeit, hier noch die nächsten Dinger zu setzen. Klar. Aber Spannung ist gesetzt. Jetzt vielleicht die nächste Chance zum 5-2. Nein. 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten sind es noch. Dann ist das Halbfinale gespielt. Oder es geht noch in die Verlängerung. Ich hoffe es nicht. Ehrlich nicht. Ich hoffe es nicht. Den kriegt er. So, jetzt vielleicht. Ja, Ecke. Ecke. Wechsel. Und der Eckball. So, wir werden den wahrscheinlich direkt einfach mal raufdonnern. Wir haben das schon mal gemacht. Ja, nein. Einfach mal direkt versuchen ist immer eine Option. So, und jetzt lassen wir das wirklich ruhig angehen. Wir lassen das ruhig angehen. Wir machen auch hinten dicht. Wir lassen das wirklich ruhig angehen. Wir führen hier mit 2 Toren. Wir dürfen einfach nur jetzt keinen Doppelschlag kassieren. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Wir sind im Finale des French Cups. Leute, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich hätte gerechnet, dass wir wirklich... Also persönlich hätte ich gerechnet damit, dass wir jetzt hier im Halbfinale rausfliegen. Und damit haben wir hier die große Möglichkeit, wirklich alles festzusetzen. Ah, Fehlpass. Schade. Natürlich, jetzt müssen die anderen halt aber sowas von nach vorne kommen, dass wir sie auskontern lassen könnten. Aber unser Keeper kriegt den. Und jetzt lassen wir uns Zeit. Jetzt lassen wir uns sehr viel Zeit. Komm. Und damit sind wir im Finale. Wir haben gewonnen. Wegen Multiplayer. Ja, der Fehler von denen waren eigentlich im Endeffekt wirklich der, dass sie Martin ausgewechselt haben. Das war der Fehler. Er hat einen Doppelschlag hingekriegt. Und das war im Endeffekt der große Fehler. Sie haben ihren besten Mann ausgewechselt. Wenn man das sich anschaut, ja, er ist der beste Mann gewesen. 6-8. Bei unserem Spieler des Tages ist LeBron mit einer 8-9. 8-7, Entschuldigung, mit einer 8-7. So, wie kriegen wir ein bisschen ein paar Coins. Coins. Und gehen gleich ins Endspiel. Ins Finale. Ins, ich weiß nicht was, ins Finale und wir haben unseren Traumgegner gekriegt. Wir haben Nizza gekriegt. Wir spielen im Ende, im Finale gegen Nizza. Freut euch drauf oder auch nicht. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Und wenn nicht, ich kann niemanden dazu zwingen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Denn ich brauche alle eure Unterstützung im Finale gegen Nizza. Bis morgen. Ciao.